herzliches Willkommen zur zweiten Folge von unserem Projekt LS22 Frankreich zusammen mit Gamerflo. Hallo! Jetzt zu Beginn werden wir uns noch kurz das Helfersystem anschauen und danach werden wir die nagelneuen Forstmaschinen vom Shop abholen und dann noch ein bisschen Forstwirtschaft betreiben. Genau. So, wir können jetzt hier beim Helfermenü einmal auswählen, freie Fahrt, Feldarbeit, das was wir wollen. Und derzeit nichts, weil wir am Feld oben stehen. Das passt eigentlich so. Ja. Können wir eigentlich so mit H machen. Man kann ja den Helfer noch immer so wie damals einfach mit H einstellen. Und dann wechseln wir zum Steier. Ups. Wo bist du? Ah, da bist. Hier bin ich. Du fährst mit dem Fendt. Egal, ich mache mit Enter an. Der Bauhof war immer noch nieder. Der Bauhof war immer noch nieder. Ja, da muss er. Ich habe ihn schon versucht zu erreichen und er hat auch abgehoben und da hat er gesagt, wir müssen zuerst ein paar Bäume fällen. Alles klar, gut. Das klingt ja schon mal ganz gut. Ja. Der Steier ist ein Fidschi-Pfeil. So. Weg. Du nimmst den schweren Bast. Dann genau. Den kleinen. Sollte ja von der Leistung her 113. Maschinen hier. Der braucht. Wir bräuchten einen stärkeren Traktor. Der braucht zum Bearbeiten 200 PS. Perfekt. Dann würde ich vorschlagen, dass du den Pen 300 verkaufst. Oh, ich muss dir noch Farmmanagement-Rechte geben. So. Toll. Ah, bist noch. Das hat er gespeichert. Das haben sie verbessert. Ja. Perfekt. Dann würde ich in 700 holen. Okay. Ja, passt. Dann verkaufe ich den anderen. Zu spät. Ah. Okay, das hast du schon erledigt. 700er, ne? Also natürlich GPS. Aha, und dann rechts geht nicht. dann nehmen wir den hier. Dann nehmen wir einen MF. Und da rechts geht auch nicht. Können wir einen Kredit aufnehmen? Sollte noch gehen. Perfekt. Ja. Ja, ist ja noch gar kein. Dann machen wir mal ein paar Schulden. Ist wichtig. Ha? Ja. Ein starker Traktor ist wichtig. Willst du das richtig investieren? Für einen starken Traktor, mittel, groß? Das ist gerade im Angebot. Ja, ist ja nur ein Elektro. Den wollen wir ja nie. Sonst würde ich nämlich sagen, wir investieren mittelgroßer Traktor richtig immer und wir holen uns den Deutz 7 TTV HD mit 247 Pferdchen. Pferdchen, okay. Oder wir holen uns, wenn du sagst, nie so teuer, dann den Glas Axion gleich. Beziehungsweise wir holen uns die neue Marke. Von Landini. Landini oder Mr. Comic? MC Comic. Okay. Ja. Wie du willst, ist eigentlich wurscht. Na, da holen wir die neuere Marke. Ja. Zack. Natürlich mit GPS. Gut, dann passt das. 130 haben wir Kredit, das geht. Aha, und der ist noch Schalter. Wunderbar. Hast du beim Lenkrad diese Schaltung dabei? Den Shifter, ne? Ja. Ja. Ah,
passt. Weiter geht's. So. Fahr du mal vor, ich muss noch kurz was umstecken. Ich muss gerade mal gucken, weil der lässt mich jetzt hier gerade in den Motor stoppen. Jetzt funktioniert auch alles wieder von der Performance her. Das ist gut. Oder liegt es am Helfer, dass der noch so viele Probleme macht im Multiplayer? Kann sein. Junge, die KI, die bremst hier so abrupt. Mhm. Ja, der kriegt den nie gezogen. Ist er nie bis hoch geschoben. Gezogen. Ich stell mich gleich mal hier quer. Und dann hol ich mir die Anhänger runter. Beziehungsweise holen wir uns die Anhänger runter. Dass wir gleich hier laden können. Achso. Ah, so. Weiterfahren. Ja, ja, super. Da brauchen wir nicht den bei Schräge, bei Schräge aufbauen. Okay. Ja, das stimmt. Bis halt unser Bauunternehmen gekommen ist. Wie kann ich jetzt die Steine richtig verkaufen? Wie meinst du das jetzt? Also kann ich die irgendwie richtig gleich so in den Anhänger geben? Na klar. Ah ja, überladen. Wo wollen wir es machen? So, dann haben wir den leer. Und dann können wir den noch dann eigentlich waschen. Den brauche ich und das kann ich jetzt so verkaufen. Wo haben wir denn Steine zum Verkaufen? Wo geht es da? Steine. Berge, Steinebrecher. Wer hätte es gedacht? Oh nö, der ist so weit weg. Ich habe aber ein Video gesehen, man kann eigentlich urleicht Kleidung herstellen. So? Ja, man muss nur Schafe nehmen, die produzieren Wolle. Das ja, genau. Zur Spinnerei. Und dann kann man das dann gleich zu so einer Kleiderfabrik geben. Mhm. Guck mal, ich komme hier gerade noch was an. Wir haben ja eine schöne Rarität bei uns auf dem Hof stehen. Ein was? Eine schöne Rarität. Achso, das, ja. Ein kleiner Oldie. Na, passt doch. Ja, ja. Muss, glaube ich, auch noch mein Bauunternehmen her. So, jetzt aber. Jetzt könnte man sich halt noch fragen, warum. Ah, abladen. Wow, starkes Geld, starkes Geld. Ja. 184 Euro. Ist der? Siehst du? Deswegen verarbeite ich also bei mir im Singleplayer alles zu Kalk, die Steine. Das ist wirklich besser. Ja. Oder kriegen die so einen großen, so einen hohen Wert dann? Ja. Die Steine? Nö. Nee. August, September? Ach so. Ja, das ist ja
Trotzdem noch eine Wertsteigerung, ja, aber es ist uni viel, oder? Also jetzt im Jänner ist er bei fast gar nichts pro Liter. Und im August ist er sehr weit oben. Ja, bis August ist er noch ganz schön hin. Ja, also anscheinend muss man die gescheit sammeln und dann erst im August verkaufen. Dann hat man erst einen Wert von denen. Okay. Ja, oder nicht gewusst. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like bei diesem Video da, abonniert unsere beiden Kanäle, Gamerfluss, sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao.